Hey, ich bin der Santiago und heute zeige ich euch, wie man das Schaltwerk am Rennrad einstellen kann. Es ist nicht so schwer, wie man denkt und es gibt meiner Meinung nach nichts Besseres als ein Rennrad, was sehr sauber schaltet. Dafür brauchen wir nur einen Schraubenzieher und ab und zu einen Vierer-Imbusschlüssel. Aber natürlich auch gute Augen, damit wir da hinten alles ganz gut synchronisieren können. Als erstes gehen wir den Schaltzug durch, um zu gucken, ob der immer noch in Ordnung ist und knickfrei verläuft. Hier haben wir außen verlegte Züge, deswegen ist alles ganz einfach zu überprüfen. Wenn ihr aber innen verlegte Züge habt, dann solltet ihr ein-, zweimal schalten, um zu gucken, ob das Schaltwerk sich bewegt. Dann sollte alles mit dem Zug in Ordnung sein. Als nächstes stellen wir den äußeren Anschlag vom Schaltwerk ein. Dafür schalten wir bis ganz unten, bis zum kleinsten Ritzel der Kassette. So, jetzt habe ich das gemacht und wie ihr seht, haben wir die Kette immer noch beim zweiten Ritzel und deswegen müssen wir das Schaltwerk richtig einstellen. Um die Begrenzung vom Schaltwerk einzustellen, haben wir zwei Schrauben im hinteren Teil. Die H-Schraube, welche für High Gears, also für hohe Gänge steht, ist das, was wir jetzt brauchen. Wenn wir diese Schraube gegen den Uhrzeigersinn bewegen, dann bewegt sich das Schaltröllchen nach außen, wie ihr das gerade seht. So, jetzt kommt die Kette auf jeden Fall zum kleinsten Ritzel. Und jetzt kommt die Feinjustierung. Das Schaltröllchen sollte genau unter dem kleinsten Ritzel der Kassette liegen. So, jetzt sieht das ganz gut aus. Nun haben wir die untere Begrenzung eingestellt und jetzt kommen wir zum oberen Anschlag. Dafür drücken wir das Schaltwerk vorsichtig mit der Hand, während wir die Kurbel drehen. Wie wir hier sehen können, ist unser Schaltwerk sehr stark nach oben begrenzt und deswegen kommen wir überhaupt nicht zu den größten Ritzel der Kassette. Deswegen müssen wir hier die L-Schraube, welche für leichte Gänge steht, gegen den Uhrzeigersinn drehen und somit bewegt sich unser Schaltröllchen nach oben. Da müssen wir regelmäßig die Pedale drehen, damit die Kette sich erneut einstellen kann. Wir drehen die Schraube, bis das obere Schaltröllchen genau unter dem großen Ritzel der Kassette steht. Dabei müssen wir sehr vorsichtig umgehen, damit die Kette nicht drüber fällt und sich zwischen großen Ritzel und Speichen einklemmt. So sieht das jetzt ganz gut aus, obwohl noch ein bisschen weit nach innen. Und so haben wir die obere Begrenzung jetzt richtig eingestellt. Jetzt haben wir die Anschläge richtig eingestellt, oben und unten, und kommen nun zu der Schaltung an sich. Dafür können wir erstmal hoch und runter schalten, um zu schauen, ob die Kette sich geschmeidig und sauber schalten lässt und nicht rattert. Sollte es rattern oder sehr lange dauern, bis es nach oben oder nach unten geschaltet hat, wie es hier der Fall ist zum Beispiel, dann müssen wir die Zugspannung vom Schaltwerk einstellen. Sollte man zweimal drücken, damit man einen Gang nach oben schalten kann, dann ist die Spannung sehr niedrig und muss erhöht werden. Wenn die Kette sich aber zwei Gänge nach oben schaltet, obwohl man nur einmal gedrückt hat, dann ist die Spannung sehr hoch und man muss diese natürlich ein bisschen niedriger stellen. Hier bei mir ist es eher sehr niedrig und ich muss ungefähr eineinhalb oder zweimal hier Schalthebel drücken, damit ein Gang gewechselt wird und deswegen muss ich die Spannung erhöhen. Dafür gehe ich hier an der Zugspannschraube und drehe sie gegen den Uhrzeigersinn. Da sollte man ungefähr mit Viertel oder halbe Umdrehungen arbeiten, damit ein Vorgang auch rückgängig gemacht werden kann. Jetzt habe ich geschaltet und deswegen überprüfe ich das Ganze nochmal. Jetzt dauert das immer noch sehr lang,
aber es schaltet und deswegen gehe ich noch mal eine halbe Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn und probiere das Ganze nochmal. Jetzt sieht es viel besser aus und deswegen schalte ich einmal durch und schaue, wie es oben aussieht. Eigentlich ganz gut. Dann probiere ich das noch mit einer Viertelumdrehung, damit das Ganze noch ein bisschen knackiger läuft. So, jetzt sieht das Ganze sehr gut aus. Die Zugspannung könnt ihr auch direkt über die Einstellschrauben an den Zuganschlägen feinjustieren. Jetzt sind wir mit der Einstellung vom Schaltwerk fertig. Und die Schaltung sollte nun komplett einwandfrei funktionieren. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder Anregungen, schreibt sie unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gut gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen da. Das war's heute von mir, euer Santiago von Fahrradweg 6L.